Ja, hallo Marlene. Hallo Es Rita. ist ja schon jetzt dein zweiter Tag rum, der Express Darmkur Premium. Das heißt, du bist eigentlich schon in der Halbzeit angekommen. Jetzt nimmt es uns natürlich Ja. Wunder. Wie geht es dir? Also, geschlafen habe ich sehr gut, muss ich sagen. Also, das ist nicht, dass da irgendwie nachts groß irgendwelche Störungen auftreten oder so. Und ich habe heute auch die kleinen Tütchen habe ich noch mal geteilt. Ich merke, dass das recht schnell aufquillt. Ich habe wahrscheinlich am ersten Tag zu viel Wasser genommen und gar nicht richtig abgemessen. Aber jetzt merke ich, wie schnell das wirklich quillt. Und deshalb ist es gut, so aufzuteilen in zwei Portionen. Und ja, so langsam rumpelt es und pumpelt es in meinem Bauch herum. Also ich habe da wirklich viele Bewegungen und muss auch oft zur Toilette. Ja, aber es ist angenehm. Also ich habe jetzt nicht unbedingt das Problem, dass mich irgendwas im Bauch schmerzt oder irgendwie unangenehm ist oder bläht oder irgend sowas, sondern das ist eine angenehme Ausleitung Ja, sozusagen. sehr gut. Genau. Ja, du hast aber bis jetzt immer noch normalen Stuhlgang und noch keinen Biofilm ausgeschieden. Nein, also ich merke, dass es ein bisschen schleimiger wird, aber es ist noch so eher so, wie soll ich sagen, wie so leichter Durchfall, so würde ich es jetzt sagen. Also nicht so, also wie eher wie kleine Fetzen oder so. Ich weiß nicht, ob ich das so beschreiben darf hier im Video. Ja, wir wollen alles wissen, Marlene. Ins Detail. Nein, danke Okay. für deine Offenheit. Ja, das ist eben Ja. genau das, was wichtig ist. Gerade wenn Ja. Leute noch unentschieden sind, ob sie das machen wollen oder nicht, sind sie genau auf solche Erfahrungen angewiesen. Sehr gut. Hast du jetzt zwischenzeitlich auch den Bio-Natur Heidelbeer-Shake genommen? Milch-Heidelbeer? Ja, habe Ja. ich genommen. Also der schmeckt sehr, sehr gut. Ich habe auch meinem Sohn, der ein bisschen krank ist, habe ich davon abgegeben und der findet den auch ganz toll. Cool. Und ich merke einfach, dass ich, also ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber das Hautbild, habe ich das Gefühl, das reagiert. Also ich hoffe, ich sehe besser aus als am ersten Tag. Du Na, siehst also immer wunderbar aus. es wird schon was ausgeschieden so und bindet natürlich auch was. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt da komplett faltenfrei wird, ist mir auch klar. Aber ich habe das Gefühl, ich habe mehr Energie. Ich habe mir das auch schwieriger vorgestellt, weil ich ja Familie habe, also auch für die Kinder kochen muss und so. Und esse ja jetzt nur den Shake, aber das ist problemlos machbar. Ich habe jetzt keinen Hunger in dem Sinne, dass ich jetzt wirklich mitessen müsste oder sowas. Also das reicht vollkommen aus. Ja. Darf man Prima. eigentlich was trinken? Also ich trinke ab und zu mal so einen Kräutertee, aber dürfte man jetzt irgendwie noch andere Sachen trinken oder? Also trinken dazwischen ist wichtig, dass du viel trinkst. Du könntest auch, wenn du jetzt so richtig Lust hast auf Essen, sage ich jetzt mal, oder einfach auf eine Geschmacksveränderung, könntest du auch mal so eine Bouillon machen oder so eine Miso-Suppe. Das wäre durchaus möglich, wenn es eben nicht unbedingt nötig ist, jetzt rein vom Thema Untergewicht oder solche Sachen, ja, dann eben besser nicht essen. Sonst eben für Leute mit Untergewicht, die könnten da auch mal so eine Avocado in den Shake reinmachen, einfach damit sie nicht noch mehr an Gewicht verlieren. Einige Leute haben ja dieses Thema auch. Das wäre durchaus Ja. möglich. Ja, aber wenn es geht ohne, dann ja, ist es super, das nicht zu machen. Aber ja, in Getränkeform kannst du schon mal so noch was dich so ein bisschen anspricht oder aufmuntert oder so dazu nehmen. Ja. Beim Ja, Thema Trinken aber es komme ist ich auch ja noch. endlich, es sind ja nur 4 Tage, ne? Ja, Also das wird genau. nichts. Was beim Thema Trinken auch immer wieder kommt, ist das Thema Kaffee. Weil ich sehr viele Leute Okay. ja, kaffeesüchtig sind. Und da sage ich halt einfach immer, Leute, die nicht auf Kaffee verzichten können, die nehmen dann besser mal einen Kaffee dazwischen, als dass sie mit der Kur aufhören. Weil das wäre dann echt schade, nur wegen dem. Ja. Genau. Ja, Kaffee trinke ich keinen, aber so Grüntee und Schwarztee. Ja, das kannst Also du auf jeden Schwarztee ist Fall. auch nicht so Ja. gut dann. Ja, also ich meine, Doch, Schwarztee kann Kräutertee wäre man. natürlich besser. Sind wir mal ehrlich. Ja, Kräutertee habe ich wäre mir auch eben gedacht. besser.
Aber ich meine, es ist eine kleine Sünde, einen Schwarztee zu trinken. Okay. Gut. Ja, Ja. also vielen, vielen Dank. Das hilft mir natürlich jetzt weiter. Und Gut. ich bin mal gespannt auf die nächsten 2 Tage. Ja, sehr gut. Brauchst du Unterstützung? Dann melde dich jetzt zum kostenlosen Konzeptfindungsgespräch an. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Eine Frage habe ich noch zu diesem Naturprotein, Wildheidelbeer-Shake. Hast du den jetzt mit ausschließlich Wasser angerührt oder hast du dann Pflanzendrink genommen? Also gestern habe ich ihn halbe Pflanzenmilch, also Hafermilch habe ich genommen und halb Wasser. Okay. Und heute habe ich nur Wasser genommen, Okay. weil ich gemerkt habe, das macht für mich keinen großen Unterschied, ob jetzt da Pflanzenmilch noch Okay. drin ist oder nicht. Also kann man gut trinken, Ja, mit eben, du oder hattest ohne. ihn trotzdem gern auch mit ausschließlich Wasser. Ja. Ja, sehr schön, sehr schön. Und vom Geschmack her, du hast jetzt mit den Mahlzeiten-Shakes, da hast du jetzt auch immer ausschließlich Wasser genommen oder hast du da schon mal zur Abwechslung noch irgendeinen Gemüsesaft dazu gemischt? Das wusste ich gar nicht, dass ich das machen kann. Auf die Idee bin Ja. ich gar nicht gekommen. Also werde ich das noch mit ausprobieren. Ich habe bis jetzt nur Wasser genommen. Okay, ja, genau. Es gibt die Option, dass du irgendeinen Gemüsesaft nimmst oder was ich persönlich am allerliebsten hatte, ist, ich habe mir da jeweils eine halbe Orange dazu gepresst. Das hat nun so, ja, das war dann für mich eigentlich dann richtig lecker. Also das hat mir echt geschmeckt mit dieser Orange. Aber eben, man kann auch ein bisschen Zimt reinmachen oder Kakao. Oder was man halt einfach gern hat, damit man ein bisschen Abwechslung hat, weil ja 4 Tage, dreimal am Tag dasselbe zu trinken kann ein bisschen langweilig werden. Darum kannst du da variieren. Das wären noch so Tipps am Rande, die du gerne umsetzen kannst. Ja, gestern Abend ist bei mir die Zeit ein bisschen knapp noch geworden. Ich habe den dritten Shake dann noch getrunken, aber würde das auch reichen mit 2 Shakes am Tag? Oder sollte man wirklich die 3 Ja, nehmen? also wenn es geht, natürlich schon die 3, weil das Ergebnis halt dann am optimalsten ist. Das schwächt natürlich ein bisschen ab, wenn du nicht die ganze Menge nimmst. Wenn es Ja, geht, okay. einfach 3-mal am Tag. Gut, schaffe ich heute Das noch. schaffst du, genau. Das ist eine Organisationsfrage letztendlich natürlich. Genau. Genau, jetzt wegen der Ausleitung, wenn du willst, kannst du heute Abend oder morgen früh noch einmal ein Lachs-Jelly nehmen. Sie dann bereits schon am Tag 3 morgen. Und um die Ausleitung ein bisschen nochmals voranzutreiben, kannst du noch einmal so einen Stick nehmen mit deinem Glas Wasser. Entweder heute Abend vor dem Schlafen oder morgen früh, wenn du aufstehst, was dir angenehmer ist. Das. Gut, ich glaube, ich nehme es heute noch. Ja, gut. Ja, sonst hast du gerade noch eine Frage oder weißt du, was du zu Nein, tun im Moment weiß ich, was ich zu tun hast? habe. Also ich werde auch das mit der Orange ausprobieren. Also Wasser mit Orangensaft mischen sozusagen und dann Genau. den Shake hinein, Ja, das Pulver genau. hinein. Genau, das Pulver Gut. dazu. Ja, super. Ja, dann bedanke ich mich für deine Rückmeldung heute und freue mich schon auf unser Gespräch von morgen. Gut, wünsche ich dir Ich noch bin selber einen. gespannt. Also. Ja, morgen Tag 3 kann viel passieren. Gut, Marlene. Also wünsche ich dir einen schönen Abend und bis bald. Danke dir. Ja, Tschüss. gleichfalls. Tschüss Okay, zusammen. Menschen. Ciao. Bestelle deine Produkte jetzt bei gesund-und-frisch.ch. Wohnst du außerhalb der Schweiz? So nutze meinen Link in der Beschreibung für eine Bestellung beim Regenbogenkreis.